Alter, ist diese Oma gruselig, ey. Ja, nee, ist klar. Ja. Hallöchen. Was, ist sie weg? Na, endlich, sie ist gegangen. Ja, komm jetzt da runter und dann darüber. Und dann ein Stückchen hoch. Ja. So. Wo müssen wir lang? Da ist schon wieder so eine Kiste, wo ich mich drin verstecken kann, glaube ich. Das heißt, sie kommt gleich wieder. Ich habe noch nichts gesehen, wo ich hin müsste hier. Nicht hochklettern. Ja, warte mal. Oh, nee, nö, nö. Nee, nö, nö. Das kann man auch wunderbar als deren Soundtrack verkaufen. Nein, da auch nicht. Lass mich durch die Tür durch. Ja, dann sehe ich mich nicht mehr. Das wird sein. Nein, da auch nicht. Türklinke. Okay, muss ich irgendwie einfach nur ein Geräusch machen? Nee, das ist es auch nicht. Hallo? Ja, klettert auch mal. Ich sehe hier aber auch rein gar nichts, was ich tun könnte. Komm, ich versuche es nochmal hier durch. Na, da ist auch ein. Schade. Hier noch irgendwas? Klimmzüge. Nee. Schade. Hier vielleicht noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Hallo? Kiste? Jetzt da drauf? Die ganzen Bücher sind so aufgestellt und nicht so, und deswegen kann er nicht hochklettern. Ne, hier sind die so, und dann kann er klettern. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich vielleicht einfach nur zurück? Musste ich hier gar nicht hin? Ich komme noch bestimmt, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. So wie das, das war zu dumm. Man nennt es offiziell zu dumm. Okay. Gut. Da sollte man also hin, wenn die Omi da einen sucht. Das habe ich natürlich nicht so gemacht. Wie ihr wisst. Ich war besser als das Spiel. Ich nehme das wieder zurück. Ich bin nicht besser als das Spiel. So, versuchen wir es nochmal da irgendwie wieder zurückzukommen. Nein, warum? Das ist doch alles für die Katze hier. Wie passt dieser lange Hals eigentlich in diesen kleinen Körper?
Oh, sie ist ja noch da. Ich war schon wieder ganz woanders. Jetzt springe ich schon gar nicht mehr. Jetzt denke ich mir, springen? Ja, das kann doch jeder. Ne? Also ich fahre einfach direkt. Geht schneller. Mann. Gut. Ja, komm. Lass die Alte mal rübergehen. Wie war das noch? Springen kann jeder. Ja, springen kann jeder. Nur ich nicht. Ich weiß nicht, dass man hier springen kann. Auf dieser Taste. Hab ich vergessen. Ist es auch wichtig? Nein, das ist nicht wichtig. Das ist... Hey, man kann springen, man muss nicht springen. Kann er hier oben drauf noch springen? Ja, er kann noch springen. Okay, wenn ich jetzt Shift-Taste drücke... Hey, kann er auch noch springen. Und wenn ich jetzt... dann springt er dran vorbei. Das muss man natürlich wissen. Grundsätzlich springt er dran vorbei. Was passiert, wenn ich jetzt hinter ihr herlaufe? Ne? Oh. Okay, ich kann... Oh, sorry. Ich kann nicht hinter ihr herlaufen in einen anderen Raum. Dann sterbe ich auch. Tja. Freunde, ich bin überfragt. Ich bin überfragt gerade. Muss ich jetzt hier rüber nochmal? Warum sterbe ich denn immer? Also, ne? Vielleicht ist das auch zu hoch. Vielleicht muss ich einfach nur aufs Geländer. Weißt du, was ich meine? Vielleicht muss ich gar nicht oben auf die Bücher drauf. Nur aufs Geländer und dann ticken weiter hier rüber. Kann natürlich auch sein. Ich versuche das einfach mal. So, ne? Ich kann auch hier jetzt gleich schön rum. Ah. Dann soll ich von dieser Seite nochmal. Ich war doch eben schon auf dem Geländer drauf. Oh, was ist denn jetzt hier so bescheuert dran? Ey, komm schon. Das kann's doch besser. Nochmal. So, und jetzt ein Ticken nach da. Und ich falle ganz runter. Ich war doch eben schon auf diesem scheiß Geländer drauf. Wie habe ich das denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So, und ja, von da aus bin ich doch jetzt eben hier so nebenher irgendwie ein Ticken nach da und dann irgendwie da so rum und oh, ganz knappe Geschichte hier. Nein! Oh, Mann! Hallo? So, nein. Nein. Du kommst wieder rüber. Damit ich auch sehe, was ich tue. So, genau. Und oh, ich habe nicht mehr jetzt auf die Springtaste gedrückt. Wisst ihr, wie frustrierend das ist, wenn man nicht auf die Springtaste drückt und er trotzdem dann springt? So wie das? Alter, ich ragequitte gleich. Das ist doch nicht dem Spiel sein Ernst. Dem Spiel hier, du. Dieses Spiel. Ja, das war ein Versuch. Der hat jetzt nicht so gut funktioniert. Würde ich vielleicht sagen. Dann versuchen wir es nochmal von hier.
Ja, warum springt er denn da immer direkt wieder runter? Hm. Okay, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob das hier der richtige Weg ist, wieder zurück. Ich glaube es nämlich nicht. Irgendwie noch da, nein. Kann ich die Kiste hier ziehen? Oh. Das Spiel hing. So, wie viele gefühlt Stunden haben wir jetzt damit verbracht? Da oben drauf zu kommen. Wo ist sie denn? Schloss. Gut, wir brauchen einen Schlüssel. Ich schätze einfach mal, der ist oben. Gehe ich jetzt mal von aus. Da wird irgendwo. Hallo. Hallo. Danke. Der wird irgendwo oben sein. Machen wir die. Erst die linke Seite Taktik. Hallo. Boah, hier gibt es auch viele Ecken und Kanten. Aha. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Wofür gibt es das Ding? Also, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Okay, das war simple. Ich kann ihn sehen. Da vorne die Puppe, aber die Puppe ist tot, glaube ich. Das Auge. Ich glaube, dahinter ist der Schlüssel eventuell. Aha. König in der Mitte. Königin. Königin muss die Puppe umwerfen, glaube ich. Oh nein, ich muss die passenden Sachen finden. Also, was ist hier Phase? Der steht in der Mitte. Okay, von da aus 2. Da müsste der sein. Also, kann ich ihn ziehen? Verschieben? Nein. Okay, aber da oben drauf ist es, was ich suche. Jedenfalls der erste davon. Frage ist, wie komme ich dahin? Okay, nichts von da funktioniert. Lebt die Puppe eigentlich noch? Nein, die Puppe ist, glaube ich, tot. Mhm. Kann ich diesen Hocker nehmen? Negativ. Hallo, nimmst du es? Danke. So, das ist da hinten. Das bist dann nicht du, sondern du musst das sein. So. Wird es irgendwie durchgestrichen? Nein, schade. So, wie komme ich da hoch? Ideen und Vorschläge, Freunde. Hm, okay. Ich glaube, ich habe die Lösung. So, warte mal. Den muss ich erstmal nach da packen. Ich weiß, ist nicht richtig. Den lasse ich erstmal fallen. Hallo? Nimm den ab. Danke. Hallo. So. Perfekt.